Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Ich zeige euch, wie man ganz einfach diesen Brief hier machen kann. Das ist so ein Brief zum Aufklappen, bitte aufklappen. Und da kann man außen schon Nachrichten draufschreiben und wenn man das aufklappt, dann kann man es immer weiter aufklappen und überall steht noch was, also eine riesengroße, gigantische Nachricht. Das ist wirklich ganz einfach. Wenn ihr es nachmachen wollt, dann schaut einfach jetzt. Ich habe dafür 5 quadratische Notizzettel. Man kann natürlich alle in der gleichen Farbe nehmen. Ich habe aber 5 verschiedene Farben genommen und Washi-Tape. Als erstes entscheide ich mich, welcher Zettel in die Mitte kommt und da habe ich mich schon für diesen dunkelgelben entschieden. Alle anderen falte ich jetzt einfach einmal so rüber. Also einmal Seite auf Seite falten. 4 Zettel habe ich jetzt also einfach einmal so halbiert und das ist der Mittelzettel. Jetzt brauche ich mein Washi-Tape. Das klebe ich jetzt unten hier an diese offene Kante. An den Rändern habe ich es jetzt ordentlich abgeschnitten und das mache ich jetzt mit meinen anderen Zetteln auch noch. So, an allen 4 Notizzetteln habe ich jetzt also hier an der offenen Seite einen Streifen Washi-Tape festgemacht und diesen Streifen klebe ich jetzt hier an dem Mittelzettel fest. Jede Seite mit einem Zettel. Ich fange jetzt an einer Seite an, das Ganze nach innen zu falten. Erst den blauen Zettel, dann den grünen Zettel, dann den gelben Zettel und den pinken. Den muss ich jetzt hier unter dem blauen Zettel drunter stecken an der einen Seite und über dem gelben Zettel lassen. Ich finde, das ist wirklich eine total niedliche Option für eine Karte. Man kann das jetzt einfach so auseinanderklappen und das Praktische ist, man kann es sogar noch weiter auseinanderklappen, komplett alles vollschreiben und dann alles wieder einklappen, also immer mit einer Farbe beginnen und die letzte dann eben hier wieder drunter stecken und auf der anderen Seite da drüber. Vielleicht sucht ihr nochmal so eine schöne Karte oder ihr möchtet jemandem mal eine kleine Nachricht übermitteln. Und ich finde, das eignet sich da wirklich super gut für. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es euch gefällt, ob ihr das vielleicht nachbasteln möchtet. Wenn ihr es nachbastelt, vielleicht habt ihr auch Lust, bei Facebook oder Instagram oder Twitter ein Foto zu senden. Da freuen wir uns immer total drüber. Und sonst schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!